Die Bonbonfabrik. Diese Ministerne sind so wunderschön und sie gehören mir, mir allein. Schlechte Nachrichten, Papa. Was war das? Yoshi und Co. sind jetzt wo? Sie sind unterwegs zur Fabrik. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie sich die Ministerne dort doch noch holen. Fabrik? Du meinst unsere super geheime Fabrik, in dem wir den Kram herstellen, den wir zum Bösesein brauchen? Ah ja, stimmt, da habe ich ja schon seit Monaten keine Steuer mehr bezahlt. Boah, 50 Mahnungen. Easy. Die Bonbonfabrik. Die sollen nur versuchen, mir Sand ins Getriebe zu streuen. Meine mächtigen Schergen werden sie schon gebührend empfangen. Wump, König Bonbon. Oh ja, die sehen ja echt gemein aus. Haha, nicht wahr? Also dann, Wumps und König Bonbon, gebt ihnen Saures. Ja, und an der Stelle natürlich herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Party 9. Es geht weiter im Story-Modus, den wir ja wie gewohnt alleine antreten. Allerdings dieses Mal nicht in einem Duell und das ist mir auch schon direkt um einiges lieber. Yoshi, Kamek, Peach und Toad sind in der Fabrik angekommen. Sieh sich das einer an, hier gibt es ja ganz schön viele Ministerne. Ich habe ein ungutes Gefühl, seid tapfer und sammelt so viele Ministerne wie ihr könnt. Um Ministerne zu retten, müsst ihr Bowser Schergen besiegen. Okay, eigentlich können wir das Ganze überspringen, denn wir kennen das ja schon. Was für ein Heldenmut, kein Boss ist so stark für dich, Yoshi. Kamek spielt für Bowser. Oh je. Ja, es ist mal wieder Kamek. Wenn er gewinnt, stiehlt er alle Ministerne und du musst diese Welt erneut spielen. Das darfst du nicht zulassen. Für alle, die natürlich die ersten Folgen noch nicht gesehen haben und allgemein das Spiel nicht kennen. Ja, es gibt immer wieder einen Bösen in der Welt, der nicht gewinnen darf. Und ja, das ist mal wieder Kamek. Beim letzten Mal war es auch schon Kamek. Soll ich etwas zu dieser Welt erzählen? Ja, bitte. Arbeite dich durch die Bonbonfabrik und sammle unterwegs Ministerne. In dieser Fabrik gibt es viele Fließbänder. Und am anderen Ende dieses Tunnels scheint sich ein noch größerer Abschnitt zu verbergen. Versuche dir all die Ministerne zu schnappen und die in der Fabrik verloren gegangen sind. Aber sei vorsichtig, einer von Bowser Schergen bewacht die Ministerne auf der anderen Seite des Bowser-Tors. Und das ist noch nicht alles. Eine weitere von Bowser Schergen hütet Ministerne in dieser Burg. Beginnen wir damit, die Zugreihenfolge zu bestimmen. Ja, ich muss an der Stelle erwähnen, leider erklärt der Kerl hier bei weitem nicht alles und das stört mich schon ein bisschen. Weil es gibt hier einige Sachen, die man auf alle Fälle noch beachten muss. Oder die zumindest ein bisschen Sand ins Getriebe streuen können, so wie es schon Bowser erwähnt hat. Ja, das ist dann zum Beispiel relativ schmerzhaft für den Spielführer. Werdet ihr aber alles noch sehen. Allgemein habe ich das Brett tatsächlich noch relativ gut in Erinnerung, einfach weil ich es nicht mag. Es ist relativ trollmäßig unterwegs. Na gut. Und der werte Kamek darf starten und fängt gleich direkt in der 4 an und holt sich schon direkt die ersten Ministerne. Ja, das Gute ist, aufgrund, da wir zu viert sind und die anderen beiden einfach nur so mitspielen, tatsächlich. Es ist egal, ob ich Superstar werde oder nicht, weil es darf halt nur nicht Kamek der Superstar werden. Das ist das Einzige. Das heißt, selbst wenn Peach oder Toad gewinnen, dann juckt das nicht. Na gut. Obwohl, ich weiß gar nicht, reicht schon, wenn Kamek vor mir ist? Weil wenn das auch egal ist, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher bei dem Fakt. Aber da müsste theoretisch auch ein letzter Platz komplett egal sein. Okay, soweit lassen wir es sicher nicht kommen. Na gut. Und ich komme auf ein eigenes Feld. Geilo. Und das bringt... okay. Ja gut, da bringe ich einfach Peach gleich direkt die nächsten Ministerne, why not? Ja, das heißt natürlich, wir können die Kong-Gegner ein bisschen unterstützen. Finde ich auch nice. Ja, der Abschnitt hier könnte sich natürlich ein bisschen in die Länge ziehen, wenn die ganze Zeit Ereignisfelder kommen. Aber er könnte auch relativ krass verkürzt werden. Also theoretisch könnten wir hier in 5 bis 10 Minuten noch durch sein. Mit dem Abschnitt. Ja, zu den Bosskämpfen komme ich dann später natürlich noch, wenn sie dran sind. Ich kann nur sagen, das zum Thema Ereignisfeld übrigens. Ich kann nur sagen, ich mag die Bosskämpfe hier in dem Brett überhaupt nicht. Warum, das werdet ihr später noch sehen. So, der Kamek nutzt seinen 1-2-3 Würfel und kommt, glaube ich, auf das erste Minispielfeld, wenn ich das richtig gesehen habe. Jupp, so ist es auch. Ich hoffe natürlich, dass wir heute... Ui.
Der erste bekommt 5, der zweite 3, der dritte 2 und der letzte 1. Ist natürlich alles ein bisschen jetzt unterschiedlich. Wieder im Vergleich zum Duell, was wir in der ersten Folge hatten, in den ersten beiden Folgen. Ne? Und wir bekommen natürlich wieder ein neues Minispiel, Rankenspiele. Folge den Vorgaben auf dem Bildschirm, um deine Ranke wachsen zu lassen. Je schneller du reagierst, desto höher wächst deine Ranke und die Länge und die längste Ranke gewinnt. Okay, einfach nur den richtigen Knopf drücken. Alles klar, das wird man hinbekommen. Start. Insgesamt 8 Züge. Easy. Erster Kamik, aber ja, okay. Ich vermute mal, der Kamik wird besser sein als die anderen beiden. Der und Tod verkackt einfach mal. Naja, also ich glaube, im Normalfall ist es so, dass der Böse immer eine Stufe höher ist als dann die anderen Kong-Gegner. Weshalb natürlich der Kamek im Minispielen eventuell ein bisschen stärker ist als auch die anderen. Und das sieht hier relativ stark danach aus, denn er ist irgendwie immer nach mir. Gut, ich glaube, das sollte man auf alle Fälle gewonnen haben. Oh, und der Kamek hat... Der Kamek hat geschielt. So, Steuerkreuz. Boah, beim Tastendrücken bin ich ja glücklicherweise relativ schnell. Somit... Ich glaube, selbst wenn der Kamek nochmal ein Stück stärker wäre, hätte der auch keine Chance gegen mich. Es gibt immer so diese Minispiele, die ich halt relativ gut kann. Bin ich schon gespannt. Aber es müsste der Kamek haben. Der müsste Zweiter sein. Nee? LOL, der Tod? Geil. Hey, wann hat der Tod bitte den Kamek überholt? Finde ich geil. Ja, damit haben wir schon wieder ein bisschen aufgeschlossen, weil der Kamek hat ja leider noch 5 Ministerne vorgeholt. Wird aber nicht reichen. Nee, er ist nach wie vor Erster. Gut, das müssen wir sofort unterbinden. Oh je, und wenn ich das richtig sehe... Eigenes Feld wäre jetzt dann nicht gerade praktisch. Okay, gut. Hat sich erledigt. Och man. Und die Peach nutzt auch wieder ihren Würfel. Auch die geht mit einer 1 voran. Na komm, ein bisschen mehr Tempo wäre schon nicht schlecht. Ja, wie lange das ganze Brett dauern wird, ist eine gute Frage. Ich glaube, es kann länger dauern, aber es kann auch kürzer dauern. Ich meine, in der ersten sind wir ja glücklicherweise mit 20-Minuten-Folgen relativ gut über die Bühne gekommen, somit. Das wird es hier, glaube ich, nicht spielen. Und es kommt das nächste Minispiel. Und Toad wählt das Kugelwilli-Rennen. Das müsste das ganz Schnelle sein. Das habe ich noch gut im Kopf. Steuere dein Kugelwilli so schnell wie möglich ins Ziel. Triffst du einen Turbofeld, wirst du schneller. Hindernisse hingegen bremsen dich ab. Genau, das ist mit dieser hässlichen Steuerung, wo du halt nur neigen musst. Bewegungssteuerung schön und gut, aber... kann auch nerven. Obwohl, wenn es wirklich um ein Mario Party geht, wo die Bewegungssteuerung absolut sackt, dann ist es natürlich Mario Party 8. Weil da ist so viel auf die Bewegungssteuerung aufgebaut. Das ist ja hier glücklicherweise nicht der Fall. Gut, dabei bewege ich. Ja! Hoppala! Komplett abgebremst worden. Ey, jetzt war ich gerade so schnell. Ob das für einen Rekord reicht, ist fragwürdig. Vor allem, ich weiß nicht, wie lang diese Scheiße ist. Achtung. Ist das das Ziel? Ja, ist es. 36 und 16. Also für einen Rekord reicht es auf alle Fälle. Und ich sehe. Nein! Ich wollte gerade sagen, Peach ist vor Kamek. Aber Peach kackt gerade komplett ein. Peach, was tust du denn? Die Peach ist so strohdämlich. Ey, die war gerade vorher noch vor den beiden und jetzt, ja. Ist die Peach für mich oder gegen mich? Ich glaube gegen mich derzeit. Alter, die hat so geschielt. Okay, aber ich ziehe mit Kamek wieder gleich. Jetzt ist Kamek dran. Ne, da vorne sind Unglücksstars. Okay, er würfelt aber eine 6. Das heißt, dass er die kriegt. Geilo! Oh, und da vorne ist ein neues Feld. Das ist ein Bowser Jr. Kopf. Bowser Jr. Minispiel. Haha, jetzt müsst ihr ein Minispiel gegen mich spielen. Allein hättest du keine Chance, also bestimme ich einen Mitspieler, der dir helfen darf, Spielführer Kamek. Warum muss ich das sein? Du bist auf dem ersten Platz, Yoshi. Du denkst sicher, dass du in dem Minispiel unschlagbar bist? Na, dann zeig mal, was du kannst. Kamek und Yoshi gegen mich.
besiegt mich und ihr bekommt jeder 5 Ministerne. Aber wenn ich gewinne, nehme ich jeden von euch 5 Ministerne ab. Da muss ich ehrlich gesagt überlegen, ob es nicht fast schon klüger wäre, dass man das verliert. Weil sonst ist ja der Abstand noch größer und ich weiß halt nicht, wie die anderen beiden da noch mithalten können. Triff Bowser Jr. 3-mal, um ihn zu besiegen. Er wird alles versuchen, um dir und deinen Mitspieler zu entgehen. Okay. Es ist wieder ein Neigespiel. Jawohl. Nee, ich werde mein Bestes geben. Ganz ehrlich, auch wenn es taktisch unklug ist, aber das ist ja voll easy. Ich glaube, das sollte man knacken können. Wow. Ist ja mega easy. Ah, verdammt. Ah, da gibt's Felsen auch. Warte, die knall ich gleich weg. Gut, zweiter Treffer. Ich schieße ihn auch noch kurz weg, dass wir freie Bahn haben. Also. Ey, easy Minispiel, jetzt wirklich. Also das hätte ich sogar alleine geschafft, ehrlich gesagt. Bin ich mir relativ sicher sogar. Einfach ein bisschen verzögert abschießen und dann passt das. Gut. Also 5 Ministerne für ihn und mich. Und wenn ich das gerade richtig sehe, bin ich jetzt dran, oder? Ja, geil. Das heißt, ich kriege instant 5 Ministerne mehr. Ganz egal, wie ich würfle. 4. Okay, ich baue den Vorsprung aus. Und ich bekomme sogar einen Würfel nach oben drauf. Einen 4-5-6 Würfel. Gut, Peach, dann würde ich sagen, auf geht's. Geh ins Ziel, genau. Also ins Ziel natürlich, also erstmal ins zur Halbzeit. Ja, das ist tatsächlich die Halbzeit. Ha, ihr habt es ja ganz schön weit geschafft, aber an dieser Burg ist Endstation. Wupp, mach sie Platz. Und mit den Ministernen, die was jetzt kommen, werde ich auf alle Fälle nicht rechnen. Beziehungsweise ich werde sie nicht einplanen, weil der Bosskampf ist leider Gottes, ich habe ihn noch sehr gut im Kopf. Ein Glücksspiel. Jeder Spieler wählt, ob sich die Plattform bewegen soll. 1 oder nicht 0. Versuche nicht unter Wump zu landen, sondern mit Stampfattacken Punkte zu sammeln. Das heißt, man muss leider ein bisschen die Züge der anderen mit einberechnen. Das Problem ist, weil das Kong-Gegner sind, kannst du das schwer blöffen. Gut. Toad ist dabei noch darunter. Start. Ich glaube aber nicht, dass den erwischen wird. Also ich bin am überlegen. Ich werde auf jeden Fall eins weiter drehen. Ja, Toad hat mitgedacht, okay. Ja, da ist der Kamek drunter. Geil! Das ist gut. Denn das ist jetzt genau die Geschichte. Denn der was darunter ist, der kann logischerweise keine Punkte sammeln. Und genau deswegen ist es Glücksspiel. So, jetzt muss ich... Ich will 0. Ich sag, dass die 3 nicht ziehen werden. Nur 2, das heißt, jetzt erwischt es den Tod. Zurzeit geht die Taktik noch auf. Ich meine, zu viert ist das tatsächlich noch relativ gut für taktische Bestimmungen. Aber wenn du dann ein Duell spielen würdest, da bist du richtig am Arsch. Komm. Wieder 12. Okay, derzeit sieht es gut aus. Und der wird jetzt ordentlich salty. Was? Oh! Okay. Da wähle ich aber eine 0. Weil da bin ich ja links, wenn keiner zieht. Wieder 2. Das heißt, eigentlich müsste der Tod wieder drunter landen. Das ist aber nicht gut. Wenn, dann will ich, dass der Kamek letzter wird. Der Kamek ist der Böse, der muss letzter werden. Okay, und Peach wird natürlich auch ordentlich absahen, weil dieser Spielführer. So. Okay, wieder 2. Ich trau mich halt nicht. Auch wenn ich schon eigentlich... Nee, okay, ich bin noch nicht safe erster. Das kommt nicht in Frage. Soll ich oder soll ich... Ja, komm, ich will jetzt. Der Tod tut mir so leid. Der geht schon wieder drunter. Alter Schwede. Also der ist wirklich das Opfer des heutigen Tages. Sorry, aber... Der kann doch echt gar nichts dafür, dass er so ab... Und Siegtreffer. Nein, doch nicht der! Okay, ist egal. Genug Punkteabstand. Ja gut, dann ist er Dritter.
Das Positive war einfach nur, dass der Kamek glücklicherweise auch einmal getroffen wurde am Anfang, somit konnten Peach und ich das Ganze schön absahen. Und warum bekommt Peach wegen dem Spielführerbonus genauso viel wie ich? Das ist lame. Okay, ich hatte eigentlich nicht mit dem ersten Platz gerechnet, aber offensichtlich lief. Sammelt auf dem Weg zum Bowser-Tor weiter Mini-Sterne. Ja, und der aktuelle Zwischenstand beträgt damit. Ich glaube, damit kann ich gut leben. Wirklich. Die Sache ist allerdings, ich finde die Folge ist noch etwas kurz, deswegen... Nee, ich mache noch ein bisschen weiter. Das passt sonst nicht ganz ins Bild. Das Fließband bewegt sich Richtung des Pfeils. Okay, das heißt, wir kommen runter. Es ändert sich immer dann seine Richtung, wenn ein Spieler würfelt. Okay, vielleicht ähnlich meiner Meinung doch. Ich will nämlich nach oben am liebsten, da sehe ich die Glücksfelder. Wechsel. Neue Reihenfolge. Und das heißt, Peach ist dran. Zuerst ist Peach dran, dann Yoshi, danach Toad und zuletzt Kamek. Das heißt, der Kamek darf wieder nicht ziehen, das ist sogar ganz gut. Wenn die jetzt hoch genug würfelt, dann kommen wir nach oben. Das wäre nice. Was? Warum denn du? Och, Mann. Was ist das denn jetzt wieder? Ein Bonbon hat sich auf eurem Fahrzeugbeginn gemacht. Mit jedem Feld, das ihr hinter euch lasst, wird die Zahl über den Bonbon kleiner und bei Null bumm. Wenn der Bonbon explodiert, verliert der Spielführer die Hälfte seiner Mini-Sterne. Okay, es ist hier rein noch gar nichts entschieden. Moment, da ist noch was. Ja, okay, ich weiß schon was. LOL. Also, ich glaube, bisher waren da nur Minispiele drin. Jetzt auf einmal Mini-Sterne oder was? Ja gut, soll mir recht sein. Wie machen wir das jetzt? Also mit einem 4-5-6 Würfel könnte ich sogar bis zum Ereignisfeld vorne hinrücken. Und ich würde sogar die... Okay, soll ich die Z-Stars in Kauf nehmen? Weil ich sehe die ja dort. Vor allem, wie groß ist die Chance, dass ich eine 1 würfel? Fangen wir mal so an, ich nehme den. Ich glaube, es ist taktisch das Klügste, was ich machen kann. Vor allem, es sind jetzt drei Leute dann dran vor mir. Das heißt, die Chance ist relativ gut, dass einer von denen dort in die Luft geht. Und ich kriege einen 0-1-Würfel. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, taktisch gesehen ist das relativ gut gewesen bisher. So, und der... Ah, der Tod! Nee! Ich hätte es beim Kamek explodieren lassen wollen, aber... Goddammit. Okay, der hat eh nicht so viele, somit ist, kann man das, glaube ich, verkraften. Drei gerade mal. Und er kommt auf ein eigenes Feld. Und rückt somit nach oben. Das ist aber scheiße, weil jetzt ist der Kamek dran. Verdammt. Kamek, würfle bitte eine 1. Mach mir den Gefallen. Scheiße. Und er kommt auf ein Zurückfeld. Als ob. Das heißt, er kann die 5 nochmal holen. Ey. Schiebung. Absolute Schiebung. Ja, sicher auch noch was. Ey, willst du mich verarschen eigentlich? Jetzt sind wir eh schon wieder am Anfang gleich direkt. Ja! Und jetzt kommt er auf dem Glücksfeld auch noch. Ich glaube, ich kriege... Nee. Was sollte das denn jetzt? Das ist so gekommen. Also das ist gerade mega gekauft. Wirklich, sorry, das merkst du sowas von. Hat der jetzt gerade in einem Zug eigentlich irgendwas mit 30 oder 20 Ministern geholt? Das ist ein Witz. Ja gut, wenigstens kommen wir jetzt wieder nach vorne. Natürlich kommt jetzt auf ein eigenes Feld, dass ich da runterkomme oder was? Wo ich dran bin. Wow. Das zählt für mich in die Kategorie Betrug.
Leute, ich würde sagen, an der Stelle habe ich genug. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.